Sorry miteinander und herzlich willkommen bei einem weiteren Teil von Dauntless mit mir, Baba Jay. Und ich habe gedacht, heute gehen wir ein bisschen mit so einem neuen Pistol-Bild, das ich mir gemacht habe, ein bisschen Monster jagen, ein bisschen abknallen. Gehen wir da so zwei Eskalationen machen, oder? Und dann sind wir da schon wieder fertig. Ja, gut. Eskalation Nummer 1, oder? Gehen wir mal los. So, gut. Bin ich auf der Jagd angekommen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich... So, erstmal muss ich da genau Wundschaden. Und ich hoffe, dass ich da nicht wird einfrieren. Das ist so mein Hauptproblem bei Frosteskalationen, das Einfrieren. Ist auch der Grund, wieso ich die Frosteskalationen so hasse. Aber... Oh, sozialer Penner. Begrüßt mir so seine Gäste. So. Affigerie. Oh, was ein Affigerie. Alter. Weißt du was, Digi? Weißt du was? So. Ist mir gar nicht gekommen mit deiner Uhr Elektro-Scheiße, Bro. Das ist gar nicht meine, Mann. So, Alter. Ja. Läuft. So. Obwohl, ja, jetzt, wo sie kleine sind, vielleicht machen wir mehr als zwei Eskalationen. Nehmen wir das da. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit und Angriff ist doch auch gut. So, platsch, Schnee. Das Gute ist eben auch, dass jetzt habe ich schon mal 8 Sekunden, bis das mit dem Einfrieren überhaupt losgeht, wenn ich aus so einem Ding raustritt. So. Affigerie. So. In die Fräse. Sehr schön. Gut. Dann haben wir da mal diesen da. Weil wegen Vogelfieh eh mag ich nicht. Boom. So. Jo. Eine Lösung gegen Vogelfieh ist das Beste, einfach nicht aufstehen lassen. So, dann. Was haben wir da? Verlangsamt Behemoth, ist auch nicht schlecht. So, sind wir angekommen beim nächsten. Boom. So. Sehr gut. So. Gut, dann. Easy. Next round. So, was haben wir jetzt da? Sehr schön. Ja, das da, das mag ich sehen. Diese ist besser Wundschaden, diese. Gut, one down. Und next one. Ja. Gut, aber das ist ja auch nur die kleine Eskalation. Das darf man auch nicht vergessen. Also, bei der grossen wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders laufen. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut. Aber wir probieren die grosse gleich aus, weil es geht ja darum, so mal schauen, was der Bild so drauf hat, oder? Und das geht am besten, wenn man Sachen ausprobiert, die nicht im eigenen Level sind. So, jetzt bin ich gespannt. Wünsche mir Glück.
Oh shit, Alter, das kommt nicht gut, Mann. Meine Frisur sieht komisch aus. So, okay, Wundschaden. Gracias, Signor. So. Läuft es besser? Okay. Gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Easy. Ja gut, jetzt können wir es dann gerade mit zwei zu tun. Ich glaube, eure Glückwünsche haben einfach genützt. Geholfen, keine Ahnung, irgendwie so etwas hat sich jetzt vermischt. Genützt und geholfen. Knulfen. Easy. Leider fängt es nicht gerade mit dem Geilsten an, dass wir da 100% mehr Wundschaden bekommen. Aber das sollte trotzdem funktionieren, so wie es jetzt vorher gerade gelaufen ist. Wenn ich es nicht verkacke und wenn ich nicht gerade übelst harte Behemoths angeschissen bekomme. Und ich will in den Kopf schiessen, Mann. Aber okay, dann out of spy. So. Gut. Bei verwundet, sehr schön. So. Weiter aufs verwundete Bein schiessen. Und dann machen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Easy. Der ist erledigt und dann können wir jetzt den Bangare nehmen. Bangare, kommst du her? Wunderbar und ich darf schon Spritze verwenden, weil ich einfach bescheuert bin. Ja, läuft, läuft. So, und tot. Oh no, ein Thunderdip. Boom. Weh. Jetzt dürfte er in der Fresse gerade sehr viel Damage kassieren. Weh. Yes. Fresse ist verwundet. Jetzt schön weiter in die Fresse ballern. Okay. Au! What the fuck, Bro? Alter! Chill, Brudi! Komm oben runter, Mann! Bro, ganz ruhig! Oh no, oh no, 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 Fika you, Fika you, Fika you! Schifte! So ein Anschlag, der Thunderdieb, Mann. Ein richtiger Anschlag-Behemoth, Alter. Jetzt nicht explodieren. Hey, Bro. Stirb einfach. Bitte. Bitte stirb einfach. Nein, come on, Alter. Meine letzte Spritze, du Wichser. Ah, es ist jetzt aber auch wohl ein Pech gewesen, dass ich direkt so einen bekomme, Mann. Alter, come on, ey!
Ja. Ah, Scheiße. Mann. Wir machen weiter. Ich habe gesagt, Nummer 2 ist egal. Ich will das jetzt schaffen, Alter. So, das ein bisschen höher aufstellen. So. An! Halt die Fresse, Bitch! Magic! Ist er gut? So, sind wir angekommen. Probieren wir es. Bring's nicht an. Immer da scheitere. Das Mal bin ich einfach nur scheiße gsi. Ja. Um sich aus Karotten eine Blockflöte zu bauen, braucht man Karotten. Das sollte jetzt easy going werden. Da fuck. Läuft, läuft. Oh fuck, den habe ich versaut. Der auf. Ja, aber hä? Hättest du jetzt nicht eigentlich müssen zu mir jumpen, du dummes Arschloch. Boom. So. Down. Dann nehmen wir da. Das da. Was soll ich denn groß erzählen? Erzählen wir. Einfach alles, was mir durch den Kopf geht. Da
Cocktails. Nebel. Kalt. Die sind nicht gut. Ich sehe dich. Und keine Ahnung, was kann man sagen. Bitzeli. Fresse kloppen hier, Fresse kloppen da. Jetzt haben wir ihn dann mal down. Nur noch etwa 10 Minuten. Boom. So, in die Fräse. Affigere. Boom. Ah, okay, down. Sehr gut. Eine abgeschlossen, das ist schon mal gut. Ich glaube, für den anderen muss ich auch nur noch zwei umbringen. Das heisst, das dürfte nach der nächsten Runde auch schon fertig sein. Eidolon. So. Afikari. Du Arschloch. Alter, calm down. Calm down. Okay, alles verprügeln da, alles verprügeln, verstanden. Alles, was im Weg kommt, verprügeln. Einfach draufhauen, nicht nachdenken, einfach Schwanz abschneiden. Nicht darüber nachdenken, dass ein Arme sich ist, einfach Schwanz abschneiden. So, dann Munition aufnehmen, Führer bashen. Und. Weh. Boom. So, wenn ich dich hätte, ich sehe noch Pilz. So. Und boom. Habe ich daneben geschossen oder was? What the fuck? Nicht gesehen. Scheissdreck. So. Gut, der ist auch down. Nächste Quest ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir noch an Quests? Oh, noch schnell den Bosco Figure. Der. Boom. Oh, come on. Oh, Figure. Wow. Eigentlich bräuchte ich ja eh das kleine irgendwie. Ja, dann gib mir das da wieder. Help. So ein Pisser, Alter. Boom. Ah, come on! Gib Pfötli. Mein Pfötli. Okay, ja gut. Tot ist tot. Easy going. Danke, ist ein guter Abschluss. So. Hält's halt. Ja. Leute, ich würde sagen, da mache ich mal Ende für heute. Ich hoffe, es war gut so. Und wenn nicht, tut mir sorry, ich habe während dem Aufnehmen immer mal wieder ein bisschen technische Probleme gehabt. Und habe jetzt einfach probiert, so mal das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, es ist okay so. Tut mir leid, wenn nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal dann ein bisschen besser laufen wird. So. ja. Also, in dem Fall, Leute, macht's gut, schöne zusammen, Püff!